Recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together mit dem Baldersein und dem AS-Reiter. Reiter, genau. Herzlich gegrüßt. Wir starten ein neues Projekt, nachdem mich Baldersein im Alien-Spiel abgeschlachtet hat, also XCOM. Naja gut, der letzte Teil, der ging ja zu deinen Gunsten aus. Ja genau, aber ne, ich habe noch was nachzuholen und wir haben uns gedacht, wir machen was Neues. Ja, und zwar spielen wir Tropico 5. Und zwar Ziel des Ganzen ist, das Raumfahrtprogramm, beziehungsweise das Ziel für jeden einzelnen Spieler ist das Raumfahrtprogramm zu entwickeln oder beziehungsweise bis dahin zu kommen. Ja, und dann werden wir mal schauen, wie wir uns gegenseitig behaken. Und das Ganze spielt wie immer mal auf einer kleinen Insel in der Südsee. Genau, das ist Tropico 5. Oh, jetzt habe ich hier was aufgemacht, aus Versehen, weil ich wieder mal mit WASD spielen wollte. Tja. Sind aber die Pfeiltasten. So, kurz mal einmal gezeigt. Ich bin hier. Hier links seht ihr ja unten die Karte. Ich bin hier in Violett oder sowas angezeigt und der Baldasar in Grün. Genau. Wir sind eigentlich ziemlich dicht beieinander, also wird es wahrscheinlich nach wenig Runden wahrscheinlich schon eine riesige Klopferei geben, aber man weiß halt nie, wie das Spiel dann irgendwie sich entwickelt. Und wie unsere Gelder uns es überhaupt zulassen, Panzer zu bauen. Genau, oder ne, Sabotage zu betreiben oder irgendwie sowas. Mal schauen, wie das alles so funktioniert und geht. Also, ne? Sieht aber schick aus, denke ich. Und ich denke auch, dass es eine interessante Runde wieder wird. Und ja, schaltet einfach ein, wenn ihr Interesse habt oder falls ihr neugierig seid, um zu sehen, wie Tropico 5 im Mehrspielermodus funktioniert. Genau. Okay. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich hier ja eine Linux-Version habe und der Baldasar hat eine Windows-Version und das funktioniert bis jetzt ganz gut. Das ist schon mal technisch möglich. Ich habe als einziges, wenn ich hier in meine Familienmitglieder gehe, so einen kleinen Grafikbug da drin, wie man hier jetzt gerade sieht. Ich denke, das Aufnahmeprogramm sollte das auch nehmen. Nur mal so gesagt, falls da was auftaucht, dann müssen wir da durch. Ja. Ich habe keine Grafikfehler. Aber das ist halt ein Windows-Rechner. Okay, wir haben also schon die Konkurrenz nicht nur beim Raumfahrtprogramm, sondern auch auf den Rechnern. Oh, ein Frachter hat Waren zu mir gebracht und ich habe schon $1,581 exportiert. Also, halte ich ran, Baldasar. Ich habe nur 1573 exportiert. Ah, guck mal, dann habe ich $8 mehr. Es geht voran bei mir. Gut, okay. Dann würde ich sagen, schaut rein. Ich glaube, wir machen es immer montags rein. Ja, würde ich schon sagen. XCOM ist durch. Die 5 Karten haben wir gespielt und jetzt schließen wir dieses hier an. Ihr seht dieses hier auf dem ersten Montag als Appetithappen. Ja, genau. Und dann wollen wir uns freuen, wenn ihr einschaltet, was der Baldasar jetzt auch gerade sagen wollte. Genau. Schaltet ein und verfolgt die neue Reihe von uns. Ja, jetzt habe ich gerade noch $5,000 gekriegt, auch schön. Du auch? Ja, die bekommst du immer vom Staat. Okay. Das ist der Zuschuss. Alles klar, gut, dann würden wir sagen, bis dann, ne? Bis dann, macht's gut. Tschö. Tschüss. Tschüss.